Wir Menschen des 21. Jahrhunderts leben in einer Zeit großer Mobilität. Bewegung ist angesagt und natürlich auch Unübersichtlichkeit. Was gestern noch galt, ist heute schon altmodisch geworden. Und laut und hektisch ist es. Stress haben die Menschen. In einer Zeit der Dauerberieselung leben wir. Dass Menschen heute vom Lärm krank werden, ist heute wie selbstverständlich. In so einer Zeit leben wir. Vor gut 5 Jahren hat man hier in Burg Meinting eine neue Kirche gebaut. St. Franziskus. Sie gilt heute schon als Meilenstein im Kirchenbau unserer Zeit. Diese Kirche hat Aufsehen erregt und macht Furore. Gehen wir hinein. Wer in diese Kirche hereinkommt, der kommt wirklich in eine ganz andere Welt. Es ist ein großer Raum, aber die Dimensionen und die Formen sind ganz ungewohnt. Und weil er in eine ganz andere Welt hineinkommt, wirkt das Ganze natürlich auch auf den ersten Blick etwas seltsam und fremd, aber auch spannend und einladend. Da gibt es schiefe Wände, das Ganze ein großes Längsoval aus glatten Wänden. Und an diesen Wänden sind keine Bilder, keine Figuren, alles ist leer. Besser gesagt, es erscheint nur leer. Der berühmte Architekt Mies van der Rohe hat ein Motto geprägt: Less is more. Und der Architekt dieser Kirche, ein Herr Königs, ist auch der Überzeugung, je weniger ablenkender Zierat, desto größer ist die Wirkung der Architektur. Und schauen Sie sich diese Decke an. Das ist wie ein großes, gewaltiges Zeltdach. Das ist keine gebaute Decke, das ist keine gemalte Decke, aber es ist ein offener Himmel. Die Kirche hat sich immer verstanden als pilgerndes Gottesvolk, als Kirche, das unterwegs ist, wie unter einem Zelt. Und so soll es auch hier wirken. Und eines wird ganz deutlich: Das Geheimnis Gottes ist und bleibt offen. Was hier in St. Franziskus inszeniert wird, ist eines: die Leere. Unsere Augen, unsere Herzen sollen still werden. Weil Gottes Wort und seine Botschaft, ja Gott selber, den können wir nur erfahren, wenn wir in uns wieder still werden, wenn wir Raum schaffen für Stille und Schweigen. Diese Kirche möchte uns nicht ablenken. Denn wir leben ja häufig in einer Ablenkungsgesellschaft. Das heißt, dieser Raum versucht uns wieder in die Spur unseres Glaubens zu bringen, in die Spur Gottes, dass wir hören, lernen und still werden. Wie kann man heute im Jahr 2009 eine Kirche bauen? In einer Zeit der Mobilität, des Lärms, der Unruhe, der Unübersichtlichkeit? Im Psalm 62 lesen wir: Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, von ihm kommt mir Hilfe. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Noch nie waren Ruhe, Schweigen und Stille so wertvoll wie heute.